Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 23.09.2020. Damit nähern wir uns schon langsam dann auch dem Septemberende, dem statistisch doch eher schlechteren Monat. Haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Handelstage vor uns, also knapp eine Handelswoche. Und unser DAX hat hier erstmal, ja, sich nach unten gelegt, also flach auf den Boden gemacht, nicht auffällig, Ruhe ausgestrahlt, schon fast so ein bisschen Langeweile, ne? Man hat ihn oben und unten immer mal ein Stöckchen hingeworfen und ist einfach liegen geblieben halt, ne? Also wir hatten so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass er ja vielleicht hier im Bereich um 6,95, 7,20, 7,50, dass er dort so ein bisschen rumstänkert und sich dann nach unten dreht, in den Bereich um 4, 60, 470, da vielleicht ein neues Tief setzt, dann auch gegebenenfalls erstmal wieder hochkommt. Das hat er nur in Teilen gemacht. Also oben hat geklappt, unten fehlt noch. So, irgendwie weiß ich nicht, weiß es nicht. Der DAX irgendwie ist mir jetzt immer ein paar Tage hinterher, finde ich. Also, letzte Woche Donnerstag haben wir einen Ausbruch angezählt, unten raus. Was hat er gemacht? Bringt uns am Montag erst. Ich würde deswegen einfach die Route hier mal drin stehen lassen, mich jetzt mal nicht so kirre machen lassen von den grünen Kerzen. Das sieht jetzt nämlich hier recht eindrucksvoll aus, aber so am Ende muss man schon sagen, da ist nicht viel reingekommen. Also das kam runter, das die Reaktion. Ein Tag gestiegen, ein Tag gefallen und wo stehen wir? Viel gekonnt hat er nicht. Also Freunde, 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 das sieht nicht gut aus. Da kann man jetzt sich drüber streiten. Oder auch nicht, ich finde, das sieht nicht gut aus. Also das gefällt mir nicht so dolle. Da kann es durchaus passieren, dass uns der Kollege ja noch ein bisschen ins Rutschen kommt. Und wenn das jetzt zum Dienstag, nee, zum Mittwoch der Fall ist, wäre durchaus dann, was habe ich jetzt gemacht, wäre durchaus dann der Bereich um, ja, neue Tiefs hier um 4,70. Das wäre nochmal möglich, wenn es den DAX straff nach unten streckt, vielleicht abwärts gäbe, alles so, was unter 6,40 geht, für mich jetzt zum Mittwoch eher Short-Kandidat, bricht er dann auch den Bereich um 4,70 nach unten, gehen die Ziele bei 3,70 und 3,30 wieder auf. Da hat man schon mal drüber gesprochen. Darunter sind dann 2,70 und 2,20 noch relevant. Na, das hat sich nicht geändert auf der Oberseite. Denke ich, wird der Tag jetzt nicht schwerer werden. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass der Tag oben raus sogar leicht, also ich glaube sogar, dass der Mittwoch grundsätzlich wesentlich leichter werden dürfte als der Dienstag jetzt. Der hat nämlich so eine schöne Ausgangslage wie eigentlich für den Montag auch. Ne? Wir haben ja Freitag auch gesagt, wenn dann, da haben zwar ganz viele gesagt, die Analyse war richtig schlecht, aber also wenn sie das gelesen haben, was wir geschrieben haben in der Freitagsanalyse und sich auch in Ruhe vielleicht nochmal angeschaut haben, was wir zum Freitag gesagt haben, war es eigentlich relativ klar formuliert. Wenn er unten nämlich drunter fällt, unter die 13.100, kann er richtig nach unten rausstrecken. Und wenn er oben rausarbeitet, dann war hier 2,50 drin. Das heißt, das waren zwei relativ, das haben wir nicht immer, dass wir sagen können, wir haben so relativ greifbare Szenarien. Das ist jetzt hier aber auch wieder so. Ja, das heißt, wenn unser DAX jetzt hier nach unten drückt, unter der 6,40 eröffnet oder direkt zum Start unten drunter durchstrahlt, hat er eigentlich schon fast einen Freibrief bis zur 500 runter. Hat er fast einen Freibrief bis auf die 460, 470 runter. Na, das heißt, das liegt relativ klar auf der Hand. Der Trend, der ist erschöpft. Ja, der hat seine Kontakte abgearbeitet. Das heißt, das nächste tiefere Tief dürfte dann auch nach unten durchgereicht werden. Einfach weil er jetzt ja die Leute bereinigt hat halt. Ne? Er hat jetzt alles bereinigt, was am Dienstag Short reingesprungen ist. Zumindest die, die hier einen knapperen Stopp drin hatten und nicht zu viel ins Risiko gehen wollten. Deswegen können das jetzt, denke ich, zum Mittwoch einfacher werden. Auf der Oberseite ist es aber nicht anders halt, ne? Also eigentlich müsste man den Trigger eigentlich schon viel tiefer ansetzen, weil man schon sagen könnte, alles über 6,95 ist jetzt long. Ja, also über 6,95 haben wir die Chance in die 27, 57 rein. Das ist Schritt 1. Auch gut 50 Punkte Potenzial. Und dann müssen wir mal 57 gucken, ja, wie verhält es sich dort? Dreht er dort nach unten weg? Knallt er richtig runter auf 6,40? Ich möchte es nicht ausschließen, das ist möglich. Ja, hätte er dann entsprechenden Schwung, aber auch über 7,50, kann er dann richtig weiter drücken. Und zwar bis in Bereich 8,50, 8,70. Das heißt, wir haben ja eigentlich bloß einen einzigen Bereich, der hier Stress machen kann. Ansonsten kann man sagen, oberhalb von 6,95 aufwärts gerichtet. Na? Und von daher haben wir eigentlich keine schlechte Ausgangslage. Ich hoffe, dass sie vielleicht auch aus dem Montag und der Freitagsanalyse das ein bisschen mit den Wenn-Dann-Analysen besser für sich nachbereiten konnten, sodass sie mir nicht jetzt wieder am
Mittwoch dann drunter schreiben müssen, wie schlecht die Analyse war und wie schlecht der Tag zu handeln war, weil ich glaube, er wird nicht schwierig. Und das haben wir auch zum Montag gesagt und der war auch nicht dolle schwer. Der ist sogar relativ konstant eigentlich sein Ding durchgerannt halt, ne? So, und der Dienstag, der war jetzt ein ganz schönes Geschiebe. Also da kann ich verstehen, wenn der eine oder andere da genervt und vielleicht auch ein bisschen angekotzt war. Der war auch anders geplant einfach halt, ne? Und es ist schwierig so, direkt auf so eine Reaktion, was macht der Markt halt, ne? Da waren sich viele einfach unsicher, ne? Und haben sich zurückhaltend gezeigt. Oben haben die Kaufkraft über 6,95 gefehlt, unten die Verkaufskraft unter 600. Das kann man sagen. Also bleibt er zwischen 6,90 und 7,600, wäre das eher eine Range, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, dass er das zu weit ausdehnt. Ich denke, wenn wir zum Mittwoch abrutschen, wenn wir unter 6,40 gehen, hat er gute Karten, bis hier durchzugehen. Und ansonsten alles über 6,95. Chance zur 7,50 und über 7,50 zur 8,50, 8,70, 900. Damit können wir das zumachen. Alles, was dann drüber geht, wäre extrem bullig, ne? Also das hätte dann das Kursziel 13.020. Das wäre Kursziel, wenn der Bereich um 8,70 auch nicht hält. Das sollte man vielleicht auch mal erwähnt haben. Und mehr kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Also finde keine schlechte Ausgangslage zum Traden. Und hoffe, Sie kriegen den gut gegriffen. Kriegen den gegriffen. Und mal gucken. Also so wie der da steht, glaube ich, was Sie kriegen abwärts gibt. Und rücklos. Vielleicht sogar unter 6,40. Das würde mich nicht wundern. Das würde mich nicht wundern. Das würde einfach passen halt, ne? Er hat hier so richtig. Hat die Shorts rausgeekelt halt, ne? Er ist nicht gestiegen, aber hat die Shorts rausgeekelt. Also das muss er echt hinkriegen. Auf der Stelle stehen die Shorts rausekeln. Das hat er gekonnt halt, ne? Er hat richtig seitwärts die Shorts mürbe gemacht, die jetzt hier noch länger halten wollen. Hat die vielleicht in Absicherung reingezwungen und so weiter und so fort. Das würde mich nicht wundern, wenn der zum Mittwoch nach unten rauszieht. Aber ansonsten über 6,95 bin ich natürlich auch hart mit ihm. Dann wird ein Long gesucht bis 7,50. Dort würde ich vielleicht sogar auch einen Short in Erwägung ziehen. Die Marke finde ich ganz interessant. Und darüber hat er dann aber auch wieder gute Karten bis 8. Ja, es geht dann relativ weit. Also 8,45, 8,70, 8,90, 900. Ne? Das sind dann oben raus die Ziele. Aber jetzt gucken wir erstmal, was sie hier macht. Und vielleicht sollte man auch mal einen Blick auf den Nasdaq werfen. Tesla Battery Day, wenn da zu viel Enttäuschung breit wird. Weiß nicht, könnte man das auch zum. Was haben wir gesagt? Analyse für den Mittwoch. Am Mittwoch dann merken. Ne? Also ich glaube, Tesla hat jetzt keine Relevanz auf die anderen Aktien, aber so eine gewisse Stimmung, die schnappt man sich gerne am Morgen einfach mit auf. Und wenn es da irgendwo minus 10 oder minus 15% gab, fällt es dem Markt einfach leichter zu fallen. Wenn es da plus 20, plus 30% nach oben ging, dann sind das eher Tage, wo der Markt halt dann doch freudiger startet. Aber wir gucken mal. Ich würde, wie gesagt, das Abwärtsgap nicht ganz ausschließen wollen. Und ansonsten ist für mich alles oberhalb von 6,95 erstmal ein bisschen aufwärts gerichtet. Ich würde das hier damit zumachen im Tageschart. Können wir kurz reingucken. Es ist eine ganz kleine Tageskerze, die ist aber noch unterm Band. Letztendlich ist er nur einmal von unten ans Band wieder rangelaufen. Es ist aber eine grüne Tageskerze, das heißt, man kann es als kleine Umkehr werten. Ich würde es noch nicht überbewerten, weil wir, wie gesagt, noch unterm Band liegen, aus dem Band raus. Und wenn jetzt eine rote Tageskerze hinterherkommt, kann die von der Ausprägung her auch wehtun. Ja. Deswegen gucken wir mal, wir gucken, wie er reinkommt. Ich denke, das wird kein komplizierter Tag. Ich denke, den kriegt man leicht gegriffen. Muss bloß die Augen aufmachen. Ne? Augen aufmachen und mitgehen. Mit dem Markthandel. Tschüss!